Hey Hallöchen, ich grüße euch. Ich habe gerade ein Paket bekommen von dieser Firma hier, Green Force. Und vielleicht kennt ihr das. Die haben hier eine Internetadresse www.greenforce.com. Da kann man auch Online-Produkte bestellen. Ich habe mir jetzt hier etwas online bestellt. Und zwar ein Hafertrinkpulver, weil es das nicht im Laden gibt. Und die haben aber auch viele andere Produkte und vielleicht kennt ihr das. Die haben so in Pulverform vegane Frikadellen und Schnitzel und sowas. Das rührt man mit kaltem Wasser an und bearbeitet das dann weiter. Es ist plastikfrei. Es ist eine Öko-Verpackung. Ja, hier plastikfrei. Es wird klimaneutral verschickt. Und ich wollte unbedingt dieses Hafertrinkpulver von denen ausprobieren, weil das günstiger ist wie das von Blue Farm und wie das von Organic Lab. Ich habe beide schon, das sind ja so die drei großen, die Hafermilchpulver herstellen. Und ich habe die alle schon probiert. Die sind nicht schlecht, aber da geht es mir letztendlich um den Preis. So, wenn man das hier ein bisschen aufmacht, sieht das so aus. Okay, sie bedanken sich bei mir, dass ich bei ihnen bestellt habe. For making the world a little bit greener with us. So, jetzt kommt hier dieses Hafertrinkpaket. Mehr habe ich nicht bestellt. Ich wollte das einfach testen. Das sind 400 Gramm Hafertrinkpulver, Bio-Hafer. Und das Prinzip ist ja bei diesen Hafertrinks hier immer das gleiche. Eine gewisse Anzahl von Teelöffeln muss da ins Wasser, 20 Gramm Pulver, 200 Milliliter Wasser anrühren und dann gibt das hier insgesamt 4 Liter Hafertrink. Und ich habe nur dies hier als Verpackung und jetzt natürlich den Karton. Es wird Zeit, dass das in den Supermarkt kommt, dann brauche ich auch den Pappkarton nicht mehr. Ich hätte jetzt natürlich auch gleich zwei bestellen können, aber ich weiß nicht, ob mir das schmeckt. Vorteil davon ist eben weniger Müll, weniger Tierleid, nämlich gar keins, weil das ist Hafer, der ist regional angebaut. Und ja, schaut mal auf deren Internetadresse hier. www.greenforce.com. Ich hänge euch im Anhang, stelle ich euch die Firma noch ein bisschen vor, wenn ihr die nicht kennt. Und nein, das ist nicht gesponsert. Veganer Hafertrink ohne Soja, vegan. Und die Antwort auf all deine Fragen, ich habe das schon mal eingescannt und mir angeguckt. Ich finde die Firma klasse. Die haben das Bio-Siegel. Ja, super. Und ich finde auch der Vorteil davon ist, es kostet 8 Euro für 4 Liter Hafertrink ungefähr. Das heißt, ich zahle pro Liter 2 Euro. Ich hoffe, man kann das aufschreiben. Das werde ich jetzt nachher gleich mal ausprobieren. Wenn ich eine Barista Hafermilch kaufe, kostet die 1,49 oder so. Ja, also 50 Cent mehr pro Liter. Aber ich rühre mir dann natürlich nur so viel an, wie ich benötige. Ja, vielleicht ein Becher und dann langt mir das länger. Ich muss das nicht kühlen. Hafertrink muss man eigentlich auch nicht kühlen, weil innerhalb von 2-3 Tagen nach dem Anbrechen ist der verbraucht. Ja. Also ich habe jetzt den hier zum Beispiel vom Penny, den habe ich im Kühlschrank und das wird bei uns viel schneller verbraucht wie der zum Anrühren. Es ist halt bequem, aber man hat dann halt das hier sind 4 Liter, 4 so Kartons, ja. Das vermeide ich damit. Und ich denke, es hält länger. So, wenn ich mir die Wochen angucke, da langt mir 4 Liter nicht, ja. Das ist nach einem Tag weg. Und das Ding, das hält mir 2 Wochen. Also ich nehme das dann auch nicht so oft. Obwohl es wirklich sehr praktisch ist. Ich habe ja da hinten so einen kleinen Milchschäumer. Da gebe ich das Wasser rein und das Pulver und schäume das auf. Und das wird super duper geil. So, es gibt hier noch einen Code, Ankerkraut. Ah ja, das ist eine Rabattaktion für was anderes. Ich habe hier leider keinen Rabattcode für euch, aber
Die haben sehr viel auf ihrer Homepage. Zum Beispiel gibt es da ein glutenfreies Set. Dann sind da 6 so Sackets drauf. Da kostet eins 3 oder 4 Euro, also Fleischersatz. Und das wird richtig täuschend. Echt, damit kannst du jeden Hops nehmen, der denkt, er hat ein Fleisch auf dem Teller. Und dann hat er etwas ohne Elend auf dem Teller. Finde ich gut, die Firma. Okay, ihr seht meine Begeisterung. Schaut da mal rein auf diese Internetseite. Vielleicht findet ihr was für euch. Die haben dann, manchmal sind es 6 Beutel, manchmal sind es 12 Beutel. Und viele Sachen gibt es da auch, die man im Laden nicht findet. Ungekühlt kommt das. Das finde ich klasse. Ja? Du hast nicht nur das Tierelend raus, du hast auch diese ganze Kühlkette weg. Du richtest dir das so an, wie du das brauchst. Das gibt es in 200 Gramm Beutel und auch in halber Portion, was ich super finde, wenn du vielleicht nur zu zweit isst, dann hast du da 4 Frikadellchen und die sind wirklich aus Erbsenprotein sind die und vom Biss so täuschend echt und vom Geschmack so geil abgeschmeckt. Super. Okay, hier ist jetzt mal so ein Beispiel. Das ist jetzt so ein 6er-Pack, dieses glutenfreie Pack. Bratwurst, Cevapcici und Schnitzel. Einfach das Päckcheninhalt anrühren mit Wasser. Dann kühlen. Ich habe es auch schon ohne Kühlen gemacht, weil ich keinen Kühlschrank hatte. Und anbraten. So sieht das dann aus. Super lecker, schmeckt einfach geil. Da gibt es auch Milchprodukte, eben wie diesen Haferdrink. Und sie haben verschiedene Gewürzmischungen, die ich noch nicht probiert habe. Die hören sich aber lecker an. Dann deren Versprechen, das Herz schlägt grün, es ist tierleidfrei und vegan und nachhaltig. Okay, jetzt kommt der Praxistest. Ich teste dieses Haferdrinkpulver von Green Force. Und damit kann man 4 Liter Haferdrink machen. Erstmal da oben aufschneiden. Die Verpackung ist außerdem höherwertig wie die von Organic Lab, die schon im Versandpaket aufgegangen ist. Ist aber eine grüne Verpackung, was immer das auch heißen mag. Okay, das Pulver sieht ganz normal aus. Hier habe ich meinen Milchschäumer, der ist von WMF. Hier innen drin ist diese Spule und was kommt da rein? Ja, ich zeige euch das mal so rüber. Ja, hier, der ist elektrisch. Dann kommt ein Glas Wasser dazu und laut Angabe 2 gestrichene Teelöffel Haferdrinkpulver. Gestrichen heißt flach. Schwupp. Ja, okay. Dann kann man sich hier raussuchen, rot, rotes Licht heißt warm. Ich mache die Haferdrink gern kalt, Decke drauf und es geht los. Ja, hier schäumt das. Sieht man das? Das ist so geil mit dem Haferdrinkschäumer. Weil... ich bin mal gespannt, ob es klappt, ja? Es schäumt und tut, das geht jetzt so, ich weiß gar nicht wie lang, 40 Sekunden oder so. Es wird schon mehr. Man kann auch Kakaopulver mit reintun. Wenn man das auf warm macht, dann hat man da einen warmen Schaumkakao. Ja, Zutaten sind 100% Bio-Hafervollkornmehl und von der Konsistenz sieht das super aus. Ja, ich habe schon Erfahrungen mit Haferdrinkpulver. Und das sieht gut aus. Man kann es auch mal direkt so auf der Zunge testen, schleckern. Süßlich. Aufgedröselt. Ich weiß nicht genau, wie sie es herstellen. Manche fermentieren den Hafer erst, dann schmeckt er süßer. Also du kannst nicht einfach Haferkörner kaufen und die in deinem Mixer pulverisieren. Dann hast du auch Hafermehl. Aber... wenn du das mit Wasser anrührst, das schmeckt nicht, ja. Man muss es fermentieren. Das heißt, die machen das auch mit ihren Körnern. Die legen halt die Körner ins Wasser, ich weiß nicht für wie lange. Und dann geben sie auch nichts dazu, keine Hefe oder so.
oder Salz. Manchmal ist dort Salz dabei. So. Und dann fangen die an zu fermentieren, die Körner. Das heißt, quasi sie fangen an aufzukeimen. Da setzen sich irgendwelche Fermentationsprozesse in Gang. Ich habe mich mit dem Fermentieren nicht beschäftigt, aber es ist einfacher verdaulich, wenn etwas fermentiert ist. So, es hat aufgehört zu ruppeln. Gucken wir mal, wie das ausschaut. Ja, dann geht das Licht aus und der Milchschaum ist fertig. So, schauen wir mal. Das sieht gut aus, oder? 1A Milchschaum. Feinster Milchschaum. Ihr seht, das war ja die gleiche Tasse vorher. Das kann man hier noch rauslöffeln. Kann man jetzt so ein Milchbad hinmachen? Ich trinke es jetzt ohne Kaffee. Ich hatte heute schon einen Kaffee. Und ich will gleich los. Super. Ja. Tierleidfreier Milchschaum. Schmeckt süßlich. Voll geil. Seht ihr es? Ja, vielleicht könnte es, wenn man das fester will, auch nochmal machen. Also ich find's super, den Milchschaum. Guck mal. Steht. Schlubbert so, wie das sein soll. Mit Sojamilch, gekaufter Sojamilch, ist mir schon passiert, dass das so fest war, dass das hier gar nicht rauskippen konntest. Also, deswegen ist in der Barista-Milch oft Soja drin, glaube ich. Dann geht das besser. Die können's, die haben's drauf.